So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Wir hören uns nochmal ganz kurz den Sound an, denn der ist mir gerade nochmal so irgendwie aufgefallen von dem Wagen. Ist auch geil, oder? Also, auf jeden Fall machen wir jetzt ein Drag-Rennen. Ich muss schon sagen, so langsam gefällt mir der Wagen. Also ich meine, ich wusste ja, dass ich ihn so tune. Aber ich finde es auch ganz gut, dass ihr euch auch über diesen Wagen freut, dass ihr findet, dass er schön episch aussieht. Und ich schalte wie ein... weiß ich nicht. Halt schlecht. Aber dennoch haben wir gute Chancen, das Ganze zu gewinnen. Ja, das ging einfach. So einfach muss das gehen. Kriegen wir schon viel Geld. Also, naja, bisschen 1200. Geht eigentlich wohl. Dann machen wir jetzt direkt noch das andere Rennen. Reporter vom Spoiler brauchen Material für einen Artikel. Hol dir den Sieg, dann müsste das für dich klar gehen. Naja, brauchen wir nicht. Ich meine, es war ganz gut, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber... naja, da muss man auch mal wieder durch die halbe Stadt fahren und... brauche ich jetzt nicht unbedingt. Worauf ich mich auch schon freue, ich hatte euch ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mir Most Wanted nochmal bestellt habe. Das Spiel ist jetzt mittlerweile angekommen bei mir. Hat, glaube ich, auch nur 2 Tage gedauert, also Amazon for the win und so, ne? Und habe es persönlich noch nicht installiert. Ich meine, ich kenne das Spiel ja schon, aber ich habe wieder wahnsinnig Bock, das Ganze zu zocken. Und jo. Scheiße, das war gay. Also das muss ich nochmal neu machen. Nein, nicht überdrehen. Überdrehen ist das Schlechteste, was am Anfang geht. Jetzt lieber ganz stehen bleiben. So, geht schon. Wird schon ein bisschen besser, naja. Na komm. Na, verdammt. Egal, wir versuchen es jetzt. Perfekt. Perfekt. Jetzt nochmal, komm. Nochmal perfekt. So, diesmal ein bisschen nach vorne gucken. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich bin hier gerade gegen die Pfanne. Ja. Ich sehe gar nichts in diesen scheiß Schildern. So, aber jetzt müsste eigentlich nichts mehr da vorne sein. Nö. Haben wir auch geschafft. Bisschen langsam als gerade und mit ein paar mehr Versuchen, aber was soll's. Immerhin haben wir es geschafft. Sind erster durchs Ziel gegangen. Und jetzt machen wir noch das RL-Rennen. Dann haben wir schon mal wieder ein paar Rennen geschafft. Neue Spiegel, also Außenspiegel. Können wir uns anbringen lassen. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Brauchen wir mittlerweile oder jetzt mal nicht, meine. Und ja, worauf ich mich bei Most Wanted schon freue, ist natürlich die Polizei und die geileren Wagen, die es da gibt. Also die ganzen Sportwagen. Also Porsche, Lamborghini und das ganze edle Zeug. Also da, ja, was hat das denn? Hab ich irgendwie die falschen Tasten gedrückt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ja. Vielleicht werde ich es auch so machen, dass ich das doch direkt hier nachmache. Aber das eigentliche Projekt, was ich hier nachmachen wollte, auch mache. Denn ihr versteht, was ich meine, dass ich dann halt 3 Projekte habe, obwohl ich eigentlich nur 2 am Laufen haben wollte. Und, naja, mit Guild Wars, ich glaube, das wird auch wieder abgebrochen, weil die Motivation fehlt, die Kommunikation zwischen uns beiden fehlt. Und, nee, also ich habe persönlich auch nicht mehr so wirklich Lust drauf. Auf Guild Wars liegt irgendwie so ein LP-Fluch, das kannst du nicht explainen, das weigert sich. Und ich glaube, das wird auch wieder abgebrochen. Ich denke, das nehme ich wieder raus. Da waren ja sowieso so viele dagegen, dass wir das machen. Weshalb natürlich auch nochmal die Stimmung ein wenig gekrümmt ist. Also ich denke, das wird nichts mehr. Und wir haben 5 Runden, deswegen könnte es gut sein, dass wir nur eine Runde und also eine Strecke, vielleicht 2 fahren. Ich hoffe nur eine. Damit das nicht so ewig lang dauert. Wobei wir ja mittlerweile an den Punkt angelangt sind, wo die Rennen deutlich länger dauern. Wo ich mir dann gut vorstellen könnte, dass wir jetzt statt 3 Vierer-Runden, 3x4 Runden, auch mal 2 Fünfer-Runden fahren. Also ich denke daran, dass wir jetzt 2 Rennen fahren müssen. 2 Strecken. Ich fahre wieder wie so ein Assi, ey.
Ich muss mir ein bisschen das Nitro aufsparen. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe so lange keinen URL mehr gefahren. Ich habe ja sonst mal sofort gemacht, weil ich immer den RX-8 unbedingt haben wollte. Und ja, jetzt fahre ich die halt kaum noch. Aber die müssen wir natürlich auch noch bestreiten. Mindestens 8 in diesem Kapitel, in dieser Stufe. Und danach müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Und ja, ich hatte schon gesagt beim letzten Mal irgendwann, ich werde Most Wanted auf jeden Fall nochmal selbst für mich persönlich spielen. So wie es auch bei Underground 2 war, das habe ich ja auch erst nur für mich selbst gespielt, bevor ich dann angefangen habe, das zu Let's Playen. Das werde ich bei Most Wanted auch machen, ich werde allerdings was ändern in Most Wanted. Und zwar werde ich dann nicht so spielen, wie ich es im LP machen werde, sondern ich werde bewusst andere Wagen nehmen, ich werde bewusst nicht so tunen, wie ich hier tunen werde. Das habe ich bei Mass Effect schon gemacht. Ich habe nochmal genau den gleichen Spielverlauf gehabt. Und ja, hier eben auch. Ich habe auch mit dem Corsa angefangen. Ich habe ihn auch grün gefärbt. Na gut, den RX-8 habe ich mir nicht gekauft, aber ich habe ihn so getuned, wie ich ihn getuned hätte. Und all solche Sachen. Und deswegen werde ich das ein bisschen anders machen. Bei Most Wanted habe ich dann also wieder ein paar neue Möglichkeiten, so dass ich mich mehr oder weniger überraschen lasse, wie ich die Wagen denn tune, anstatt dass ich die so tune, wie ich es in der Vorlage habe oder so. Das werde ich nicht machen. Oh Gott, das Rennen dauert lange. Ich glaube, es werden doch keine zwei Strecken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche 1,5 Minuten für eine Runde. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt nochmal 5 Runden draufsetzen muss. Aber lassen wir uns überraschen. Jo, was gibt's ansonsten noch? Ich habe mal das Trashcar ein bisschen, also zumindest auf einem anderen Spielstand, habe ich das mal einfach so getuned. Ich wollte mich eigentlich überraschen lassen, aber ich wollte mal gucken, ob man da überhaupt irgendwas draus machen kann. Ich muss sagen, der Wagen sieht eigentlich am trashigsten aus, wenn man ihn so lässt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich den großartig tunen werde. Leistungstechnisch gegen Ende schätze ich mal schon ein bisschen, damit wir den noch ab und zu mal fahren. Ich denke allerdings so, karosserietechnisch oder so wird dann nicht viel passieren, weil der wird dadurch eigentlich nur besser. Das will ich ja nicht. Ich will den ja möglichst scheiß aussehen lassen. Aber mal sehen, wie es kommt, was wir noch freischalten. Wenn es die Möglichkeit ergibt, dass wir irgendein Billigteil bekommen, dann können wir das da ruhig dran schrauben. Mal sehen, wie es läuft. Jo. Genau. Was gibt's ansonsten noch? Nichts, eigentlich. So, ja. Ich werde übrigens den Nachfolger von Most Wanted, nämlich Need for Speed Carbon, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht spielen. Damit das schon mal feststeht. Damit da jetzt nicht noch Fragen, machst du nicht auch noch Carbon oder machst du nicht noch Pro Street und machst du nicht noch Undercover und so? Nee. Irgendwo ist auch mal Schluss. Also ich denke, mit Most Wanted wird es erstmal aufhören, wenn irgendwann mal noch ein neueres Need for Speed rauskommt, was mich so sehr begeistert, dann vielleicht. Aber ich denke mal, so von den alten Spielen wird es dann erstmal reichen. Und ja. So, wir sind im Übrigen in der vorletzten Runde, deswegen benutze ich jetzt schon mal ein bisschen Nitro. Noch nicht alles, aber ein bisschen. So, das ging gut. Ansonsten habe ich eigentlich auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich muss sagen, Need for Speed Underground 2 gefällt euch auf jeden Fall. Das sehe ich schon an den View-Zahlen und an der Bewertung. Das muss man schon mal sagen. Da freue ich mich natürlich drüber. Nur kann ich natürlich nicht ständig nur das machen. Muss man sehen. Also, natürlich, ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, Vorschläge sind immer gern gesehen. Allerdings müsst ihr euch nicht darauf verlassen, dass ich die auch annehme. Hab natürlich auch eine bestimmte Perspektive, was Let's Plays angeht, was ich denn noch machen werde und so weiter. Da muss ich dann natürlich erstmal gucken, was ich spielen möchte. Und wenn ihr einen Vorschlag habt, der mir dann gut gefällt, kann man darüber natürlich nachdenken. Aber ja, wie gesagt, Vorschläge sind immer gern gesehen. Nur dann bitte nicht so Vorschläge wie Call of Duty oder so.
Das werde ich nämlich nicht spielen. Und Battlefield 3 im Übrigen auch nicht. Also spiele ich aber nicht. Was auch noch so eine Sache ist, ich hatte jetzt gerade gesagt, Battlefield 3 werde ich nicht let's playen. Ich werde es intensiv spielen, aber nicht let's playen. Da fragen sich natürlich auch, warum ich das nicht let's playen werde. Da kann ich euch einen ganz guten Grund geben, nämlich wäre das wieder so ein Mainstream-Ding. Jeder wird, wenn Battlefield 3 rauskommt, das let's playen. Es gibt jetzt schon viele Beta-Spieler, die es auch let's playen. Da fallen mir einige ein. Und da wird das beim Release auf jeden Fall so sein, dass diese Let's Player, die das gemacht haben, ebenfalls das richtige Spiel spielen werden. Die Let's Player sind einfach viel berühmter, viel besser und wenn ich das jetzt auch noch spielen würde mit hunderten von anderen kleineren Let's Playern, dann würde da halt aus so einem Mainstream-Ding raus werden und ich hätte überhaupt keinen Spaß mehr daran, weil jeder mich an irgendjemand anderen misst und so weiter. Und dann denkt er, der ist aber viel besser und der macht das besser und macht das doch mal so wie der und nee. Okay, und wir haben gewonnen. War zum Glück doch nur ein Rennen. Und ja, deswegen werde ich das nicht machen. Ich will es persönlich für mich selbst spielen. Und damit dieser ständige Vergleich nicht da ist, so, du machst ja den und den voll nach und so weiter. Der hat das viel eher gespielt und toll, ne? Habe ich auch nichts von. Was wir jetzt noch machen können, ist einmal diesen Dingsbums hier. Dieses Special Event, nämlich hier so ein Magazin. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit. Ich möchte natürlich auch die Folgen ausfüllen. Wir haben jetzt drei Rennen gemacht und haben trotzdem noch ziemlich viel Zeit eigentlich. Und deswegen denke ich, passt diese Sternrennen, Spezialevent nochmal ganz gut rein, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann machen wir das jetzt mal ganz kurz. Und ja, das ist halt der Ding. Natürlich kann man mich jetzt auch dann auch fragen, warum ich denn dann zum Beispiel Mass Effect 3 spielen werde. Das wird ebenfalls so gehypt werden. Aber das ist halt so eine Serie. Ach, was will ich denn hin? Das ist halt so eine Serie, die ich mache. Wäre ich jetzt statt, ja, so ein, ich sag mal, so ein GTA-Let's Player oder so, da wäre ich natürlich, wenn GTA 5 auch rauskommt, ist auch natürlich Let's Play. Aber das gehört halt zu mir. Battlefield 3, das wäre wieder so ein neues Ding. Ich bin mittlerweile auch total unzufrieden mit meinem Crysis 2 Let's Play. Ich war da so überzeugt von, dass das so ein gutes Spiel wird und es hat dann einfach jeder Let's Played und ich fand es im Endeffekt halt schlecht im Gegensatz zu den anderen. Und das war dann auch wieder so ein Mainstream-Ding, ich wollte einfach dieses Spiel machen, weil ich dachte, das wird halt ziemlich gut ankommen und es ist anfangs auch. Und ich habe es halt völlig überbewertet und es war halt ein Spiel. Hätte ich jetzt Crysis 1 noch gemacht und Warhead oder wie das heißt, das ist so, keine Ahnung. Und andere Crysis-Sachen und wäre voll der Fan davon, dann wäre das was ganz anderes gewesen. Bei Battlefield 3 zum Beispiel, da hätte ich jetzt auch erst die Bedingung gehabt, mehr oder weniger, dass ich Battlefield 2 spiele, Bad Company 2, Bad Company an sich. Also die ganzen Sachen Let's Play, damit das Battlefield 3 Let's Play auch wirklich in mein Schema passt. Das mache ich aber nicht. Mass Effect 3 passt dadurch allerdings besser rein, weil ich Mass Effect 1 und Mass Effect 2 gespielt habe und gespielt oder Let's Playen werde. Deswegen passt das auch gut rein, genauso wie mit GTA. Da kommt es ja nicht auf den Mainstream an, sondern auf das, was zu mir passt. Und das, ja. Manche Sachen passen halt nicht so zu mir, wenn jetzt einer so ein, was ist denn das, macht ein, so ein Spiel vorschlägt, was überhaupt nicht zu mir passt, irgendwie so ein Landwirtschaftssimulator oder so. Sag ich auch nur, ja, nee, danke. So, was haben wir hier schon wieder? The Sticky Stuff. Ja. Genau. Okay. Dann haben wir das eigentlich auch wieder abgeschlossen. Wir haben ansonsten Turbolader, den haben wir aber schon drin, ne? Den haben wir schon drin. Freundscheinwerfer. Ich glaube, die haben wir noch nicht drauf, oder? Wir schauen einfach nochmal ganz kurz nach. Wir haben doch Zeit. Und ja, das wollte ich einmal kurz loswerden. Nicht alle Vorschläge passen, nicht alle Let's Plays passen. Und dass das nochmal klargestellt wird. Nicht unbedingt jedes Spiel, was gut auf dem oder gut verkauft wird, muss auch unbedingt Let's Played werden. Ganz und gar nicht. Gut.
Von Schneeberg hatten wir da, da hatten wir schon die besten drauf. Okay, dann habe ich mich geirrt. Dann können wir noch mal ganz kurz nach den Spiegeln gucken. Ich glaube, ich hatte sonst mal die drauf, aber die sahen scheiße aus. Genau, die sahen scheiße aus. Dann mache ich die hier. Die sehen noch am normalsten aus. Auspuffblenden, da gibt es auch keine neuen. Felgen brauche ich keine neuen. Carbon. Carbon-Motorhauben, gibt auch keine neuen. Schade. Aber gut, dann soll es das erstmal wieder für heute gewesen sein. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Und jo, bis dann. Ciao.